Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, liebe Freunde, wir waren ja beim letzten Mal hier angekommen mit den Amerikanern im Bereich Kirgisistan oder was das hier ist, glaube ich, Myanmar. Und genau, wir haben hier beim letzten Mal dieses Dorf erkundet. Und wir werden gerade hier angegriffen. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und genau, Freunde, wir haben dieses Dorf hier befreit. Haben diese Radarstation hier unten platt gemacht. Gut, wir haben das Dorf Und haben eine Cutscene. und eines der japanischen Informationsrelais ausgeschaltet. Gute Arbeit, Männer. Unser nächstes Missionsziel besteht darin, Kann ich das erleben hier? umliegende Sumpfgebiet nach feindlichen Maschinengewehrnestern und Bunkern zu durchsuchen. Diese Dinger können überall versteckt sein. Also Augen auf. Wir verwenden Scharfschützen als Speer und machen sie mit den Mörsern und Maschinengewehren fertig. Wir können uns keine Verluste leisten, weil wir nur dreimal Verstärkungseinheiten kriegen. Okay, Wir Leute, werden angegriffen. So sieht's aus. Zieht ab! Oh, weia. Okay, Freunde. Da haben wir tatsächlich eben ein paar Verstärkungen gekriegt mit richtig geilen Heckenschützen. Das ist natürlich mal sehr gut, Freunde. Oha, was ist das denn da? Okay, wunderbar. Wir haben zum Glück hier unsere Ärzte. Oh, was kommt da oben alles an? Ach du Heilige. Ach du Scheiße. Okay. Oh Gott. Zeit zum Sterben. Ja. Wartet mal, dann macht mal bitte das Tor zu. Ah, ihr könnt da drauf schießen. Das ist gut. Scharfschützen, bitte. Partisanen, nein, nein. Ich brauche die Scharfschützen, Freunde, weil da können die schön hier diese Typis hier platt machen durch die Mauer, oder? Verdammt, das klappt nicht. Okay. Leutnant Stock haben wir hier. Was wird denn gebraucht? Fertig, Sir. Einen Mörser haben wir nur. Ja, toll. Die haben Granatenwerfer. Der kann die hier aber richtig schön platt machen. Okay, das finde ich schon mal gut. Gut, während der da weiter draufballert, durchsuchen Sie den Sumpf nach den 6 japanischen Bunkern und zerstören Sie sie. Alles klar, Freunde, würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Wunderbar, Freunde. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt beim guten alten Empire Earth hier. Empire Earth Let's Play. Gut, macht das Tor auf. Und ja, hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Wie es jetzt hier weitergeht an diesem Sonntagabend tatsächlich. Am letzten Sonntag meines Urlaubs. Weil, ja, neue Arbeitswoche geht los. Und von daher. Ja, mein Urlaub ist vorbei. Ging leider wieder. Ja. Was ist das denn für einer? Nachricht erhalten und verstanden. Ach, das ist ein Funker. Absitzzone festlegen. Was ist das denn hier für einer? Okay. Ein Funker, also. Interessant. Ah, da kommen welche. Geil, Freunde. Cool. Da haben wir Verstärkungen. Sehr schön. Ist doch ganz cool, wenn man sich mal die Einheiten anguckt, die man hat, ne? Und ja, Freunde, wie gesagt, Urlaub ist vorbei, aber alles cool. Und dann gehen wir jetzt mal wieder zum normalen täglichen Trott über im Real Life und ja. Das heißt, ich werde auch abends nicht mehr so oft online sein können. Wie ihr das. Ach du Scheiße. Was hab ich denn da angeschossen? Wartet mal. So ein blöder Scharfschütze da irgendwo. Wo denn zum Teufel? Verdammt nochmal. Wer schießt da auf uns? Hier unten? Ich hab grad ein bisschen Angst. Was? Blöder Tiger hier. So. Wo ist denn dieser blöde Heckenschütze hier, Mann? Hä? Irgendwo hier muss was sein. Ach, da oben. Ah, okay. Da ist ein Bunker. Den können wir dann zumindest erstmal platt machen. Okay.
Ach du Scheiße, nein, geht doch nicht in die... Och, du, was ist das denn? Japanische 18... ME-110 Bomber. Verdammt. Okay, dafür werde ich aber die Scharfschützen nehmen. Wir werden angegriffen. Da oben! Da! Ach, Gott sei Dank. Den haben wir endlich. Alles klar, das ist ganz schön gefährlich hier. Da ist noch einer. So. Wunderbar. Und ja, Freunde, dann machen wir mal hier weiter. Oh, hier ist ein Schutzwall hier. Schutzwall aus Sandsäcken, okay. Ja, cool. Nein, 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 um Gottes Willen. 9 Reichweite, die haben 8er Reichweite. Ja, das muss doch klappen. Jawohl. Sehr schön. Sehr gut, Freunde. Sehr schön macht ihr das. So kann man nämlich ganz gut die Bunker hier platt machen, tatsächlich. Indem man hier einfach ja, mit Scharfschützen agiert. Ganz genau. Und hier ist irgendwo eine Mine irgendwo. Okay. Hier auch scheinbar. Aber man sieht die ja gar nicht hier auf der Karte, deswegen. Ach, und guckt mal! Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, beim letzten Mal war die Karte ja total verwirrend. Na, da war das ja total invertiert hier alles und jetzt ist es ja so wie gehabt. Das finde ich doch mal cool. Okay, dann gehst du mal bitte zu den Ärzten. Was zur... Oh Gott, ich habe irgendwie Schiss vor diesem Bomber hier. Okay, aber... Hallo? Ärzte? Oh, Arzt Zweiter Weltkrieg, komm mal nach vorne und heil den mal bitte. Wohin, Sir? Sag ich dir gleich wohin. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht hier. Mir geht es nach wie vor gut. Oh, Elefanten. Interessant. Aua! Oh. Das sind natürlich dann die Landminen. Ach du Scheiße! Okay, raus, 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 raus. Wo ist denn jetzt hier schon wieder so ein blöder Scharfschütze hier? Da unten. Ach, da unten sind welche. Oha. Duffboy. Japanisch für gepanzerte 32. Okay. So, weg hier. Oh ja, der schießt auf den Bunker. Der macht einen guten Job. Oh Gott. Okay, das hier unten, das haben wir... Nein, nicht in die Reichweite gehen! Mensch. So, okay. Geh doch nicht in die Reichweite! So. Geh doch nicht in die Reichweite! Ihr seid doch auch total bescheuert, echt. Ja gut, dann schießt du einfach drauf. Kommt. Dann macht das kaputt. So. Alles klar. Ärzte, ich brauche euch mal. Genau, heil meine Einheiten bitte hoch. Hab ich nur noch einen Arzt? Zwei Ärzte. Okay, gut. Das heißt, die Ärzte sind dann bitte Team 2. Oh Gott, Heinkelbomber. Okay, interessant. Oh Gott. Freunde, aber nicht die Ärzte nach vorne. Da ist schon wieder so ein Flieger hier. Aber gut. Da oben! Da oben! Penner! Hallo! Zeit zum Sterben. Ich glaube auch, ey. Ah, da ist noch ein Bunker. Kaputt machen. Kaputt machen hier. So. Heilen. Los. Um Gottes Willen, ey. Hallo? Irgendwo schießt einer auf meinem Arzt. So. Jetzt sag doch mal... Ja, nee, ist klar. Da oben der Penner. Ja, da hat er jetzt eiskalt meine Ärzte kaputt gemacht. Oh, Penner, echt. Ach, Gemeinheit hier. Oh Gott. Oh Gott. Ich höre Mücken. Verdammt, diese Stechmücken und die sind unerträglich. Die gesamte Dschungel ist voll. Steckt voller Krankheiten. Wir wollen so schnell wie möglich ernstliche. Ja, toll. Hier habe ich jetzt nicht mehr. Shit, Freunde. Das ist ganz schön krass hier gerade, muss ich sagen. Echt. So, dann...
So, dann. Einfach den Gewurker kaputt schießen. So, und direkt weiter. So, Freunde. Wir haben ja hier diese Generäle da. Ach du Scheiße. Voll durch die Landminen, ne? Ja, klar. So, der Bomber, der macht aber nix. So. Ja, ich habe ja jetzt leider auch keine Ingenieure mehr, ne? Um gegen die Landminen hier vorzugehen und... Oh shit, der Funker, der hat nichts mehr. Rücken Sie verdeckt nach Süd-Südwest vor und zerstören oder sichern Sie, indem Sie die Pioniere dich an die Gebäude heranbringen. Die Gebäude in... Ja, keine Ahnung. Konnte ich gerade nicht rechtzeitig lesen. Die Gebäude in... Shadazoo beenden Sie jeglichen japanischen... Ach du Kacke, Freunde. Jeglichen japanischen Widerstand. Ja, es kann aber ein bisschen heikel werden, jetzt hier. Weg mit dem. So. Der Bunker schießt zum Glück auf den Leutnant Stock, das ist ganz gut. Weil er kann sich hochheilen. So, und jetzt ist der Bunker halt weg. Süd-Südwest, okay. Dann müssen wir jetzt mal hier raus. Ach du Scheiße. Hier sind irgendwo... Das ist halt jetzt der Scheiß, ne? Diese Landminen. Am besten geradeaus runter. Okay, und dann hier durch. Puh, ey. Weil ich habe da echt keinen Ingenieur mehr für. So, nach Süd-Südwest haben die gesagt. Das ist doch hier Süd-Südwest. Oh. Okay, ich wusste gar nicht, dass das hier in Myanmar so aussieht. Das ist ja richtig krass. Okay, da ist noch ein Bunker. Du schießt daneben, sehr gut. Och, jetzt ist hier schon wieder... Mann, diese Dreckshecken. Ja, komm. Ohne seine Führung ist diese Mission der Marauders als gescheitert anzusehen. Wir müssen uns zurückziehen. Ja, kommt, der General ist hier. Sie wurden besiegt, ja toll. Verdammt, habe ich denn wenigstens hier... Ein Autosave müsste ich doch... Hab ich, okay, sehr gut, hab ich. Wunderbar, das heißt, wir haben gar nichts verloren. Wir haben nichts verloren, okay, das ist gut, Freunde. Das ist sehr gut, wir haben nichts an Zeit verloren. Da. Okay, der kann bitte mal zurück. Ihr könnt mal diesen hier kaputt machen, so. Verdammt, diese Stechmücken, ja. Ist okay. Gut. Das heißt, wir müssen den Commander beschützen. Marinesoldat, ja, okay. Und jetzt irgendwie hier diese Landminen wieder umgehen. Verdammte Kacke. Das ist ganz schön schwer. Aber hier kommen wir durch, das ist sehr gut. Irgendwo die Landminen, okay. Hm. Diese dämlichen Heckenschützen, ne? Überall hier in den Wäldern. Lieutenant Stock wurde in Ausübung seiner Pflicht getötet. Was zur... Ohne seine Fachkenntnis ist diese Mission... Was zur... Warum rennt der auch vorne her? Warum rennt der auch vorne her, dieser Lieutenant Stock? Ach Gott. Das nervt. Aber gut. Jawohl. Genau. Jawohl. Mach den kaputt. So. Und hier. Und kaputt. So, dann noch einmal hier durch die... Durch den Sumpf nochmal. Oh Mann, ey. Das ist doch beknackt, echt. Na gut. Bleibt mal hier. Wartet mal auf die Heckenschützen. So, dann schicke ich die am besten mal vor. Statt alle direkt immer runterzuziehen. So, dann gucken wir mal hier, wo die Heckenschützen hier sind. Verdammt nochmal. Das kann doch nicht wahr sein. So, wo sind die Heckenschützen? Da sind irgendwo ganz viele... Oh, da. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Warum kommen jetzt hier auf einmal Einheiten an?
Und vorher könnt ihr die Heckenschützen sehen. Oh Gott, das ist aber auch hier. Das ist echt blöd gerade, dass wir hier echt keine Ärzte mehr haben, ne? Jawohl. Genau. Oh Gott, Freunde, das ist echt hart, muss ich sagen. Echt hart. So, Kommandant Merrill, rennt jetzt nicht nach vorne. Oder? So, wo ist der Penner? Da! Da unten. Hallo? Da oben im Wald, ja toll. Ja, gut, okay. Das heißt, wir können jetzt aber diesen Bunker hier zumindest kaputt machen. Genau, und den da. Ach, meine Maus, verdammt. So. So, und den weg. Und den weg. Genau, und den hier weg. So, meine Güte, was ist das? Kisten. Ach du. Nee, 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 das ist nicht gut hier. Das ist zu viel. Ah, genau, der Heckenschütze. Ein Panzer. Ja, ist klar. Nee, 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 raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Aua. Da müssen wir nicht hin, denke ich. Denke ich nicht. Oh Gott, Freunde. Aber der Commander hier? Commander Merrill lebt noch. Leutnant Stock auch. Ah, okay, sehr gut. So, aber wo muss ich denn jetzt hin? Süd, Südwest. Hä? Ja, toll. Wie du durch ein Land... Ach Gott, Freunde. Wisst ihr was? Ich glaube, ich muss das hier nochmal komplett neu laden. Verdammt nochmal. Ich muss das hier komplett nochmal neu starten. Das ist gerade irgendwie... Das tut mir gerade leid. Aber die Ärzte, die muss ich unbedingt schützen. So. Jetzt lass doch die Ärzte in Ruhe. So, sehr gut. Gut, dann haben wir hier gleich noch diese Fallschirmtruppen, ne? Wir haben das doch. Ja, das weiß ich doch schon. Die kenne ich doch schon, die Szene. So. So, alles klar. Das Dorf haben wir gesichert. Die Flak, die kann da stehen bleiben. Da habe ich auch noch... Nee, habe ich nicht. Ich habe leider keine Ingenieure mehr tatsächlich. Durchkämmen Sie nach 6 japanischen Bunkern und beseitigen Sie sie. Was? Was hat denn der da oben gemacht? Oh, okay. Heckenschützen. Okay. Und wer schießt hier? Wer schießt hier? So, dann... Einfach alle kaputt machen hier. Alle im Arsch machen. Ja, mach du mir nur den Funker kaputt. Echt. Ja, toll. Dann hol die Luftunterstützung. Verdammt, die haben ja einen Funker kaputt gemacht, tatsächlich. Okay, egal. Ja, klar, mach mir noch die Ärzte kaputt. Feiges Stück. Ja, gut, okay. Egal. Wir haben zumindest hier Marinesoldaten und die können die Flieger da oben abschießen. Beziehungsweise die Duff Boys, die können das. So. Ja, okay, Freunde. Das heißt, ihr könnt euch auch hier hoch gegenseitig hochheilen. Okay, verdammt nochmal. Da müssen wir das nochmal angehen. Was ist das denn hier? Das ist aber eine komische Situation gerade hier. Aber gut, Freunde. Ich muss dann hier tatsächlich auf diese Landminen achten. Und auf diese Heckenschützen, die hier in den Büschen überall sind hier. So. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Wirklich. Ich habe keine Ahnung wirklich, wo die sind. Diese Heckenschützen.
So, dann macht ihr bitte hier oben diesen Bunker kaputt. Jawohl. Natürlich, Sir. Genau. Aua. Ihr lauft natürlich mal wieder genau in den Bereich hier rein, ne? Da, oh, da hinten. Da ist so ein blöder Heckgeschütze da. Ach, und wieder voll in so eine Kackwiede reingelaufen. Anstrengend. Echt anstrengend, muss ich sagen. Noch zwei Ärzte, okay, ja. Dann heilt. Sehr gut. Alles klar. Den wird hochheilen, sehr schön. Ich kann doch nicht auf alles gleichzeitig achten, ey. Mensch. Heckenschützen im Gebüsch, Landminen, Bunker überall, Einheiten, meine Güte. Schon ganz schön krass, muss ich sagen. Och, jetzt schon... Hä? Oh ja, die werden mir tatsächlich auf der Karte angezeigt. Okay, aber wie soll ich denn hier vorbeikommen? Oben rum? Ist das hier oben rum, wa? Ja, das sieht gut aus, hier oben her. Nein, der ist auch... Ja, ich wusste es. Das kann ich eigentlich wieder vergessen. Ach, Freunde, wir kommen hier überhaupt nicht voran. Wir kommen hier überhaupt nicht voran, das nervt. Verdammte Kacke. So, ich muss das hier doch irgendwie schaffen. Diese Dreckslandminen. Wir haben ja auch keinen Ingenieur mehr. Wir haben keine Ingenieure mehr. Boah, das ist eine harte Mission tatsächlich. Die erste richtig harte Mission in der amerikanischen Kampagne, ja. So, okay. So, das heißt, wir haben... Durchkämmen Sie den Sumpf? Ja, ja, ist okay. So. So. Was ist denn hier oben eigentlich immer? So, das heißt, wir können ja dann... noch mehr Einheiten uns besorgen, ne? Genau. Ja, sehr schön. Das heißt, wir kriegen mehr Einheiten. Ja, ist okay. Schießt die einfach ab. Ein Bunker. Ein Bomber. Ah, wartet mal. Ach nee, eins von 100. Schade. Aber die können auch schießen. Ja, das ist natürlich schon cool. Okay, ja, dann genau. Marinesoldat, schau ich die an. Ja, das sind dann meine Vorhut im Prinzip hier, ne? Das ist dann meine Vorhut, genau. Die Marinesoldaten hier. So. Das heißt, und einen Arzt oder zwei Ärzte nehme ich mir auch mal mit. So. Die ganzen Marinesoldaten hier, ja. Okay, nach 6 japanischen Bunkern zerstören sie sie, okay. Einer ist da, der andere ist da. Der dritte ist hier. Scheiße, Folge voll. Und nichts erreicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh gut. Dann werden wir aber trotzdem jetzt mal hier... So, wo ist dieser Drecksheckenschütze? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich laufe jetzt einfach weiter hier. Da ist ein Tiger? Ja, okay. Oh Gott, ey. Das ist echt sneaky hier. Ah, Drecks Landmine wieder. Toll. Schön mitgenommen. Ihr seid die geilsten, echt. So. Ärzte weg. Ja, super. Ärzte weg. Toll. So.
und draufballern, los! Schießt alle bitte da drauf! Na, das bringt nichts. Ach, Freunde, das ist doch blöd. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier euch die Zeit verschwendet habe. Verdammte Hacke. Gut, dann würde ich auch trotzdem mal sagen, wenn euch diese Folge trotzdem gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.